Glück auf, Glück auf, Glück auf! Willkommen zurück! Wo ich jetzt erstmal gucke, ob wir was Wichtiges befördern können? Nö. Gut. Ja, unsere Stadt wird nach wie vor belagert. Das ist natürlich nicht so knorke. Würdest du mal bitte hier bleiben, Kollege? Gut. Ja, mein Trupp bleibt mal wieder hier. Oh, das ist aber ein Scheißgelände, wenn ich da... Ach du Schande! Feuern aus allen Rohren, oder was? Was macht ihr denn? Jetzt lasst ihr meine Leute die Drecksarbeit machen, oder wie darf ich das verstehen? Nö, das sehe ich nicht ein. Wir ziehen uns zurück. Hinter die Linie der Verbündeten, bitte. Tut was! Schwertkämpfer zum Angriff. Ey, jetzt rein, Jambo. Warte mal, weg hier oder was? Push! Nimm deinen Kumpel damit, der stört. Hau die Sau weg. Ich glaube ja, wo es hackt. Zonk. Zonk. Übermacht hin oder her, wir Schweden sind besser. Oh, verdammt, das war daneben. Schweden wird gewinnen. Das sage ich euch. Da ist noch ein Lümmel unterwegs. Boah, was? Noch einer. Tötet man einen Lümmel, kommt der nächste nach, oder was? Boah, hier schon wieder ein Lümmel. Geh weg. Ich muss den Lümmel krallen. Das geht doch auch anders. Hallo. Das war mein Pony. Da. So, das sind alles wertvolle Truppen, die wir den Polen nehmen. Und so können wir nach und nach die Belagerung unserer Stadt aufheben. Und wenn es doch zum Kampf in der Stadt kommt, da sollten wir eigentlich voll die Oberhand haben, denke ich mal. Vor allem, weil ich hier immer wieder schön Truppen kriege. Was haben wir noch? Hier noch ein Leibgardist. Ein Schwertkämpfer mit am Start. Den Musketier schleppe ich auch mal mit. Der sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Aber ansonsten... Ich meine, gut, aktuell können wir alles gebrauchen, was wir kriegen können. Also her mit den Schweden. Können wir auch mal ein bisschen was zum Verkaufen mitschleppen. Und jetzt wird doch hoffentlich mal was Ordentliches hier, oder was? Naja, gut. Mann, die Stadt ist so voll. Oh ja, komm her. Kämpft er mit? Der kämpft mit. Ha! Und wieder 50 Truppen des Feindes geplättet, die nicht mit an der Schlacht teilnehmen werden. Ach ja, ihr kleinen polnischen Luder. Damit habt ihr nicht gerechnet. Ihr denkt auch, ja, den Schweden, den können wir eigentlich überziehen. Aber die Schweden denken sich so, ja, nö, alter Schwede. Wir können gut Klopse machen und zwar aus euch. Oh oh. Kommt schon wieder ein Haufen Reiterzeug. Das mag ich nicht an den Polen. Das regt mich auf, dass die so viele Reiter haben. Der Karlsson ist auch... Ah, ui, ein Pfeil. In die Richtung muss ich also... Ah, ah, nimm den Husaren weg. Keiner mag dich, außer ich. Aber du bist leider eine feindliche Nation. Bist weg, oder was? Push! Oh ja, noch... Ja, alle auf Peter, oder was? Alle auf Peter. Zonk. Jetzt tut halt was, ich werde verfolgt. Und ich treffe nichts. Ha! Okay, das klingt nach einer Aufgabe für mich.
Zonk. Verflucht sollt ihr sein. Schützenreiter. Oh shit, das ist gar kein Schützenreiter. Das ist ein zukünftiger Toter. Wer will noch? Boah, ich hab den sogar getroffen. Respekt. Zonk, weggelümmelt. So gefällt mir das. Holt den... Lol, was fliegt denn da hinten noch durch die Gegend? Und ich würde denken, damit ist die Sache gegessen. War jetzt auch ganz lecker. Aber irgendwie hat es mein Verbündeten ein bisschen geschrotet, hä? Ich glaube, von dem sind keine Leute mehr da. Das war's, wir haben gesiegt. Also das ist schon mal gut, da haben wir von der Belagerungsstreitmacht schon mal so viele geplättet. Ah, komm, her damit. Wir können alles gebrauchen, wenn es zum Kampf kommt. Und es wird zum Kampf kommen, da bin ich mir relativ sicher. Carlsson, mein Freund. Auf was haben wir dich denn ausgebildet? Hast du irgendwas Nützliches? Du bist ein Lehrer. Und du spähst auch so ein bisschen rum. Können wir dich vielleicht noch ein Pünktchen mehr machen auf irgendwas Wichtiges? Erhöht die Sichtweite des Trupps, das ist natürlich auch ganz toll. Ach komm, wir hauen mal alles drauf. Das ist unser Chefspäher hier. Euch befördere ich nicht, mir ist das Geld zu schade. Ich muss jetzt in der Nähe der Stadt bleiben. Wenn sie mich zum Kampf kommt, muss ich mit am Start sein. Ich weiß, dass bei meiner Stadt Feinde sind. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nichts unternehmen kann, ja? Oh, einige Soldaten hier, die können voll befördert werden. Zicke zack. Zacke zick. Zugi zock. Ah, jetzt habe ich die doch alle befördert. Na, was soll's. So viele sind's nämlich gar nicht mehr. Die holen sich gleich ein blutiges Auge an meiner Stadt. Dann gibt's voll eine aufs Fressbrett. Los, traut euch! Ah, ich weiß nicht, aber der hat 77 Gefangene. Und auch ziemlich gute dabei, da müssen wir doch helfen. Ich würde sagen, am besten mit der Wagenburg. Wie, du willst nicht. Ich will aber deine Gefangenen. Der will aber nicht, wie ich will. Also doch wieder zurück. Schade, ich dachte, ich kriege jetzt vielleicht ein paar Kämpfer aufs Haus. Aber was soll denn das hier? Könnt ihr euch mal ein bisschen wegmachen? Ich meine, es ist ja nur wirklich so, dass ich euch nicht leiden kann, ne? Gehe ich halt erstmal los und hol mir Verstärkung. So einfach ist der Lack. Da können wir auch gleich wieder unsere alte Beförderungsdingensbummens hier fertig machen. Schottenschwertkämpfer. Waren hier schon Leibgardisten dabei? Habe ich das gerade richtig gesehen? Musketiere wollte ich eigentlich erst auch mitnehmen, aber die fallen auch zu schnell um. Ich glaube, ich will doch lieber meinen Elite-Trupp haben. Also bleibe ich bei Leibgardisten und Schotten. Das sind alles so Sachen, da habe ich geguckt, meine Taktik etwas anzupassen, aber lief nicht so, wie ich es gern hätte. Jetzt kriege ich hier erstmal wieder überall Ladung über Ladung von Schwertkämpfern rangedroschen. Das kann schon mal vorkommen. Ist ja jetzt aber auch nicht unbedingt so schlimm. Aber ich kehre halt trotzdem zurück zu meiner alten Taktik. Das lief einfach am besten. Das ist meine Taktik, mit der kann ich siegen. Auch wenn es eine Weile dauern wird. Aber ich habe ja auch schon von einigen von euch jetzt in den Kommentaren gelesen, dass manche von euch eine Fraktion erst beseitigt haben nach dem 2000. Tag. Also von daher... Ich glaube, das Spiel ist einfach allgemein ein wenig schwieriger gehalten, was solche Sachen angeht.
Für manche Nachteile in meinen Augen nicht, so haben wir lange was von dem Spiel. Ist natürlich auch manchmal recht nervend aufreibend. Ich finde es vor allem ziemlich blöd, wenn man eine Fraktion fast vernichtet hat und dann ist die plötzlich wieder so stark wie früher. Es gibt Sachen, die sind einfach total unangenehm und das gehört dazu. Gib mir Leute. So. Da können wir doch jetzt eigentlich die loswerden, die ich nicht mag, oder? Die hier zum Beispiel oder den hier. Na, die behalte ich mal noch. Den eigentlich auch. Der ist auch gar nicht mal schlecht. So, dich befördere ich, dich befördere ich. Hier weg mit dem Rebell. Was soll denn das hier? Söldnerpack. So, ansonsten ist es jetzt relativ schwedisch. Und ich will ja auch nicht zu viele meiner Truppen opfern, ne? Das ist mistig, was ihr macht. Ich will meinen Start. Da bringt es mir auch nichts, dass meine Leute jetzt stärker werden. Es kommt ja nicht zum Kampf hier. Die könnten jetzt langsam mal den Arsch in der Hose haben und attackieren. Da sind nämlich unter Garantie auch schöne Truppen mit am Start. Vorsicht, Peter. Du kommst zu dicht ran. Die sind auch zu dicht immer in der Stadt gegen. Da bringt auch die Strudeltaktik nicht so viel, leider. Wir reiten jetzt erstmal weiter nach Minsk. Und von Minsk aus verkaufen wir jetzt erstmal unsere Güter. Würde ich behaupten, dass das eine gute Sache ist, ne? Weg damit. Oh, Käse und Fisch und Trauben. Können wir unseren Leuten mal richtig was gönnen. Ist ja gut mit euren ganzen Kosten hier, Mensch. Ich weiß aber auch nicht, wie ich in diese verfluchte Stadt kommen soll. Weil die wollen ja auch nicht angreifen. Die stehen hier nur dumm rum und belagern, das ist mies. Weil die genau wissen, dass die den Arsch aufgerissen bekommen, wenn sie mal ehrlich sind. Ey, pass mal auf, du polnisches Luder, ja? Hör mal auf, mich zu verfolgen. Ich nenne die Polen immer gerne Luder, ich weiß nicht warum. Da bin ich ja selber ein Achtel-Luder. Aber das habe ich schon vorher gewusst. Aber das ist aber auch recht hübsch hier. Hör mal, was habe ich denn für Truppen? 70, 194, oh, die sind aber ganz schön im Vorteil, was Truppenstärke angeht, hör mal. Was habt ihr denn so? Oh. Autsch. Gut, viele Miliztruppen mit am Start. Und ich habe ja meine ganzen Schotten-Schwertkämpfer hier. Das ist eine ganz schön gewagte Sache, aber ihr kennt mich. Ich mache gerne Dinge, die nach hinten losgehen können. Das liegt mir im Blut, Unsinn zu machen. Das liegt mir so derb im Blut, ich kann nicht widerstehen. Wenn sich Unsinn anbietet, dann zack. Oh, das ist so ein derber Unsinn. Wie konnte ich nur? Weil wenn ich mich zurückziehe, verliere ich so viele Leute. Also gucke ich lieber. Die Festung ist ja zum Glück nicht ganz so weit entfernt. Wir müssen ganz schön Weg durch freies Feld zurücklegen. Aber wir kommen an. Im Krieg muss viel gewagt werden. Vorwärts. Okay, die Schwertkämpfer sind oben. Ab jetzt wird die Blutpolka getanzt. Ist natürlich kacke, weil die so viele Leute haben, dass wir jetzt hier auf dem Weg schon so viele haben, die auf der Strecke bleiben. Aber jetzt sind wir oben und das heißt, jetzt haben sie verkackt. Weil die haben einfach viele, viele schlechte Truppen in ihrer Festung. Thank you.
bist du denn? Au! Hier wird nicht geschossen, lass das! Alles Deutsches Pack hier, ich hasse Deutsche, obwohl ich Deutscher bin. Deutsch sein ist Kacke. Ich wäre lieber, was weiß ich, Marienkäfer. Ah! Marienkäfer wäre jetzt ganz toll! Tut doch was! Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, ob ich genug Kugeln für so eine Aktion habe. Aber ich gebe mein Bestes, weil meine Leute eh zu blöd sind dafür. Ich feuer aus allen Rohren und hier liegen doch bestimmt noch irgendwo ein paar Kugeln rum, hä? Ich muss ja nicht viele töten, nur alle. Die kommen hier vor, die Lümmel. Die trauen sich was. Ich glaube, wir nehmen die Festung tatsächlich ein. Du dam day doodly du. Sag mal, wie viele soll ich denn noch killen? Ah, da ist auch einer mit ganz schön Panzerung, bei dem werde ich eine Weile brauchen. Schub-dub-di-double-di-day. Ihr bleibt schön, wo ihr seid, damit ihr keine drüber kriegt. Ich brauche bei weitem mehr Kugeln. Na, hier haben wir doch schon mal ein paar Ladungen noch. Ich meine, ich kann am Ende auch meinen Trupp rüberschicken. Aber aktuell wäre das halt noch nicht so gut. Da sind zu viele Schützen mit am Start. Und solange ich von hier aus noch draufrotzen kann, wäre es ja auch blöd, seine Leute zu opfern. Hilfe! Ich hoffe, hier liegen dann noch Kugeln rum. Wow! Ach Mensch, mir gehen die Kugeln aus, mal wieder. Hat hier noch Kugeln? Kommt schon, ich brauche noch ein paar. Verdammte Axt. Okay, mal sehen, ob das funktioniert, wie ich es will. Kommt mal erstmal alle hier runter. Ah, am besten hier in die Richtung. So, was, wenn ich jetzt auf Angriff mache? Klappt das? Das klappt. Verdammt. Okay. Vorwärts. Boah, das sind aber viele. Kann ich da nicht vielleicht doch gucken, ob hier noch Kugeln rumflattern? Hier zum Beispiel sind doch noch schöne.
Flucht sollt ihr sein. Ich habe ein richtiges Problem. Hab so ein richtiges Problem. Kommt schon! Treff mich nicht gut. Das ist schön. Meine Rüstung ist im Nahkampf ziemlich gut zu gebrauchen. Der Kerl, der euch alle umbieten wird. Es sind aber immer noch zu viele Feinde. Oh, wieso treffe ich denn nicht? Ich habe nicht so viele Kugeln, Leute. Ah, hier liegen noch welche. Gut. Ich mache das hier alleine, Leute. Ihr werdet es erleben. Ich mache das hier alleine. Ich meine, so viele können doch hier gar nicht mehr sein jetzt. Nicht getroffen. Ah, der ist eine Gefahr. Viele sind's denn noch? Boah, 29 Gegner hocken hier noch. Aber ich habe hier auch noch Kugeln liegen. Wisst ihr was, Leute? Ob das Ganze hier funktioniert, wie es soll, sehen wir erst beim nächsten Mal. Tschüsseli.